Zwingenberg liegt im südhessischen Kreis Bergstraße und ist seit der Verleihung der Stadtrechte im Jahre 1274 die älteste Stadt im hessischen Teil der Bergstraße. In der Altstadt von Zwingenberg ist der Marktplatz mit dem alten Rathaus von 1838 besonders sehenswert. Die frühere Niederburg, das sogenannte Schlösschen, wurde um 1520 errichtet und später von wechselnden Besitzern zu einem repräsentativen Wohnsitz umgebaut. Seit 1969 dient das Schlösschen als Rathaus von Zwingenberg. Die Bergkirche von Zwingenberg geht auf das 13. Jahrhundert zurück. Der Turm stammt aus dem 15. Jahrhundert. Allerdings wurde sie 1693 zerstört und danach wieder auf- und mehrfach umgebaut. Hier sehen wir die Aul. Ein aus der Mitte des 14. Jahrhunderts stammendes kleines Stadttor mit Türmchen. Die Ausschilderung des Burgensteigs nach rechts ist schon veraltet. Darum lieber ignorieren und folgen Sie den rot-weißen Markierungen des Nibelungensteigs geradeaus in den Wald hinein. Ja, guten Morgen, ich grüße euch. Heute haben wir Ostersamstag. Ich habe mich heute Morgen hier aufgemacht nach Zwingenberg. Ein paar Eindrücke habt ihr ja schon gesehen von Zwingenberg. Und zwar laufe ich jetzt gerade hier Ortsausgang Zwingenberg hoch. Und ich habe vor, diesmal den Burgensteig zu wandern. Eine Teiletappe zwischen Zwingenberg und Bensheim. Näheres werde ich euch noch unterwegs dann schildern und beziehungsweise beschreiben, auch in den Kommentaren. Und jetzt geht's weiter, bergauf! Das war jetzt mal eine schöne Aussicht hier von da oben auf Zwingenberg. Vielleicht hat man auch die ein oder andere Sehenswürdigkeit erkannt, wo ich schon vorbeigelaufen bin. Und ja, kurz zum Burgensteig wollte ich noch mal was sagen. Und zwar geht er von Darmstadt bis nach Heidelberg hoch und ist ca. 120 Kilometer lang. Und wie gesagt, ich bin jetzt auf der Teiletappe zwischen Zwingenberg und Bensheim.
Ja, hier an Ostern fängt jetzt auch alles an schön zu blühen. Und hier an der Hütte am Lucyberg hat man noch mal eine schöne Aussicht auf die Rheinebene, und auf die Bergstraße. Das muss ich einfach noch mal genießen. Ist einfach super hier. Von hier aus kann man auch schön den Mellibogusberg sehen. Ich hoffe, es geht im Licht. Sieht ein bisschen dunkel aus. Ich bin jetzt hier oben an dem Weg hier angekommen, an dieser Wegkreuzung mit den Infotafeln von Wanderwegen. Unter anderem befindet sich hier auch der Nibelungensteig. Auf dem Weg hier hoch hatten wir noch schöne Infotafeln entlang des Weges über das Weinanbaugebiet und so weiter. Und zum Auerbacher Schloss sind es circa noch 2,5 Kilometer und zum Fürstenlager noch 5,7 Kilometer. Das sind meine nächsten Ziele. Und hier auf dem Baum nochmal das Symbol vom Burgensteig. Der Weg hier hat auch einen Namen, wo ich mich jetzt befinde. Aber ich weiß es nicht mehr. Ich kann es jetzt auch nirgendwo sehen. Aber ich werde es euch noch einblenden. Der breite Forstweg, auch Komoder Weg genannt, ist tatsächlich ein sehr komoder, bequemer Weg, weil er nur Sand bergauf und bergab führt. Das Wort Komod geht auf das lateinische Commodus für angenehm oder zweckmäßig zurück. Er kommt auch in dem Begriff Komode für eine zweckmäßige Truhe mit bequem erreichbaren Schubladen vor. Hier unten an der Wegkreuzung habe ich den asphaltierten Weg gekreuzt und hier geht es jetzt hoch zum Auerbacher Schloss. Und ja, dieser Weg, wo ich jetzt hier gelaufen bin, der war ziemlich flach und ging eine ganze Weile durch den Wald. Und wir befinden uns hier auch jetzt auf dem Alemannenweg. Das Auerbacher Schloss habe ich jetzt erreicht. Ich suche mir jetzt hier mal einen schönen Platz und mache eine Mittagspause, denn wir haben jetzt auch schon 12 Uhr.
Das Schloss Auerbach. Das Schloss wurde im 13. Jahrhundert wohl durch die Grafen von Katzenellenbogen errichtet. Nach der Zerstörung von 1674 blieb eine eindrucksvolle Ruine zurück. Ab dem 19. Jahrhundert wurde die Burganlage dann zum Teil wieder aufgebaut. Eine Besonderheit ist die mehr als 300 Jahre alte Waldkiefer, die trotz ihrer sehr kargen Lebensbedingungen auf der Wehrmauer beim Nordturm wächst. Von den beiden Türmen aus hat man einen weiten Blick auf die Oberrheinebene mit Bensheim, Auerbach und Zwingenberg. Das waren jetzt einmal ein paar Eindrücke vom Auerbacher Schloss. Auf die beiden Türme konnte man rauf. Hatte auch wieder eine schöne Aussicht auf die Rheinebene, Bergstraße und so weiter. Ich habe gleich meine Mittagspause hier oben gemacht. Es gab ein schönes Osterei, passt ja. Ein bisschen Paprika, Knackerwurst, Käse und ein Brötchen dazu. Und jetzt sind wir wieder gestärkt. Und es kann weitergehen. Ja, jetzt bin ich das Auerbacher Schloss runtergewandert und habe Auerbach erreicht. Auerbach ist mit etwa 10.000 Einwohnern der größte Stadtteil der Stadt Bensheim an der Bergstraße im südhessischen Kreis Bergstraße. Auerbach, früher Urbach, war jahrhundertelang eine selbstständige Gemeinde und wurde erst 1939 nach Bensheim eingemeindet. Der Name leitet sich von dem Flüsschen Auer ab, das aus dem Odenwald kommend über den Winkelbach dem Rhein zufließt. Der Ort selbst war bekannt für den Auerbacher Marmor. Hier stehen wir vor dem ehemaligen Schul- und Rathaus von Auerbach, das Anfang des 19. Jahrhunderts im Stil des Spätklassizismus erbaut wurde. Die alte Dorfmühle ist die wohl älteste und größte Mühle in der Auerbacher Gemarkung. Erstmalig erwähnt, im Jahr 1475 steht sie in ihrer heutigen Form seit 1788 im alten Ortskern Auerbachs. Geradeaus auf der Anhöhe thront die markante Bergkirche von Auerbach. Sie stammt aus den 1260er Jahren und wurde in den folgenden Jahrhunderten erweitert. Als kleiner Tipp: Es lohnt sich, zur Bergkirche hinaufzugehen und von dort die wunderschöne Aussicht auf den Ort zu genießen. Durch Auerbach bin ich jetzt durchgewandert, die Bachgasse entlang, und bin jetzt hier am Fürstenlager angekommen. Und siehe da, die Sonne kommt raus. Das Fürstenlager.
Die weiträumige Parkanlage und die darin liegenden herrschaftlichen Gebäude und Denkmäler wurden ab 1790 rund um eine eisenhaltige Quelle, den sogenannten Gesundbrunnen, geschaffen. Der Park gehört zu den ersten englischen Gärten Deutschlands und beherbergt zahlreiche exotische Bäume und Sträucher, darunter einen der ältesten Riesenmammutbäume hierzulande. Das Fürstenlager diente den Großherzögen von Hessen-Darmstadt als Sommerresidenz, später war es Kureinrichtung, Lazarett und Flüchtlingsunterkunft. Das Fürstenlager haben wir jetzt auch kennengelernt hier bei Auerbach. Ich habe noch einen Kaffee getrunken und jetzt geht's weiter Richtung Bensheim zum Kirschberghäuschen. Jetzt bin ich schon wieder ein Stück hochgewandert und hier nochmal ein Blick aufs Fürstenlager. Ich bin eben an einem Schild vorbeigelaufen, Gedenkstätte Kirschberg. Jetzt kann es nicht mehr weit sein. Und hier ein Blick auf die Starkenburg Heppenheim. Und jetzt sind wir wieder angekommen hier aus dem Wald. Vor uns sind wieder die Wingert. Jetzt bin ich hier angekommen. Hinter mir liegt der Sportplatz von Schönberg und bei mir geht's weiter Richtung Kirschberghäuschen. Das Kirschberghäuschen ist ein Gebäude im spätklassizistischen Stil und wurde 1857 als Ausflugsziel auf dem Kirschberg eingeweiht. Von der dortigen Aussichtsterrasse hat man einen weiten Blick auf die Oberrheinebene und auf Bensheim, das Ziel dieser Wanderung. Hier das Kirschberghäuschen nochmal von unten. Ich gehe jetzt den Burgensteig weiter runter. Ich habe hier oben noch eine Weinscholle getrunken und nochmal die schöne Aussicht genossen, wo ich nur empfehlen kann. Ich gehe jetzt vom Kirschberghäuschen aus runter nach Bensheim. Jetzt möchte ich mich auch gleich von euch verabschieden. Es war eine sehr schöne Wanderung wieder gewesen. Hier an Ostern im Frühjahr die Etappe zwischen
Zwingenberg und Bensheim vom Burgensteig. Ja. Die Wanderwege waren okay, die Aussicht war wirklich super klasse. Und jetzt, bevor er abschaltet, bekommt er noch mal ein paar Eindrücke von Bensheim. Jetzt führt uns der von Mauern gesäumte Weg eine Treppe hinab. Unten angelangt trifft man auf den mächtigen roten Turm aus dem 13. Jahrhundert, der zur ehemaligen Stadtbefestigung gehört. Man hat dort den Rand der Altstadt von Bensheim erreicht. Bensheim, die größte Stadt des Kreises mit immerhin 40.000 Einwohnern, ist geprägt von historischen Adelshöfen, Fachwerkhäusern und idyllischen Plätzen. Hier können Sie stressfrei einkaufen, flanieren oder das Markttreiben genießen. Ebenfalls in Bensheim zu finden ist das älteste Fachwerkhaus Südhessens, gebaut von 1395. Der historische Marktplatz ist das Zentrum der Bensheimer Altstadt. Hier steht auch der Marktbrunnen aus dem Jahre 1895. Als drachentötender Ritter blickt dort der Stadt- und Kirchenpatron St. Georg von seiner hohen Warte herab. Die malerischen Fachwerkhäuser bilden eine wunderschöne Kulisse.